Freiburg, die südlichste Großstadt Deutschlands. Seine Lage malerisch, eingebettet zwischen der fruchtbaren Rheinebene und der rauen Schönheit des Schwarzwaldes. Freiburger Wahrzeichen sind weltberühmt. Das Münster, so schrieb ein Kunsthistoriker, besitzt sogar den schönsten Turm auf Erden. Die Freiburger Bächle und das Freiburger Münster ist das Herz von Freiburg. Viele Facetten der Stadtgeschichte liegen noch im Dunkeln. Forscher untersuchen die Rätsel. Was geschah während der Jahre der Hexenverfolgung? Wie lebten die Menschen in der mittelalterlichen Stadt? Ich bin auf Spurensuche, Detektivarbeit. Gleichzeitig ist Freiburg modern, renommiert als Green City, Standort innovativer Forschung zu erneuerbaren Energien. Und weltoffen. Menschen aus 162 Ländern der Erde leben hier. Es ist auch so viel Geschichte da und auch so viel Kultur. Und ich mag am liebsten so die Bächle. Einmal im Jahr treibt es sie auf die Spitze. Industriekletterer und Mitarbeiter der Münsterbauhütte untersuchen den Turmhelm auf Schäden. So wie Tillmann Burstorff, obwohl der Steinmetz jetzt tausendmal lieber an seinem Arbeitsplatz in der Werkstatt wäre. Der Hintergrund ist der, dass wir natürlich die Schäden anders betrachten. Wir sind aber keine Sportkletterer. Und entsprechend aufgeregt ist man. Es geht auch immer ein bisschen um Höhenangst. Also eben, wenn man das privat nicht betreibt, dann ist es natürlich ungewohnt. Ungewohnt oder nicht, der Turm ruft. Natürlich erst nach einem entsprechenden Training. Bei dem Kollegen musste man eine Ausbildung zum Industriekletterer machen. Da gibt es unterschiedliche Level. Wir sind so das Einfachste. Das heißt, wir klettern nur unter Anleitung und so. Und das ist auch gut so, da fühlt man sich sicherer. Jedenfalls ein bisschen. Auf geht's. Zunächst auf halber Höhe des Turmhelms. Zur Engelssicherung mit Hasendraht. Der Turm ist zwar erst 2018 komplett saniert worden, die Untersuchung aber trotzdem nötig. Ziel so eines Monitorings ist es natürlich einerseits die Sicherheit auf dem Münsterplatz zu gewährleisten, aber andererseits auch so wie eine Art Frühwarnsystem zu entwickeln, dass du weißt, ab wann musst du unbedingt dann eine Baustelle eröffnen. Der Turm des Freiburger Münsters misst 116 Meter. Es war eine Meisterleistung, die schweren Steine im Mittelalter mit Ochsenwagen herbeizuschaffen und mit Seilen, Winden und Treträdern in schwindelnde Höhe zu hieven. Die Turmpyramide, die ist in einer Höhe, wo man mit dem normalen Hubsteiger nicht überprüfen kann, ob sicherheitsrelevante Schäden aufgetreten sind. Es ist ja auch ein außergewöhnlicher Bau. Ne? Der Turmhelm ist sehr schlank, sehr hoch. Das heißt, Windlasten, Bewegungen durch Glockengeläut oder so können natürlich dazu führen, dass auch wieder Fugen reißen. Und das ist auch so, dass das relativ schnell wieder passiert. Wie sich herausstellt, ist es auch schon wieder passiert. Tillmann Burstorff wird bei seiner Inspektion fündig. Bisschen statische Schwierigkeiten oder Schäden dort oben. Und da habe ich zwei neue Risse entdeckt, die ich nicht kenne. Das kann sein, dass es mir schlicht entfallen ist, aber das glaube ich eigentlich nicht, weil da hätten wir was unternommen. Es war also wichtig, die Höhenangst auszuhalten. Ein Steinmetz arbeitet mit Kopf, Herz und Hand. Es ist ähnlich wie beim Freihandzeichnen. Du
musst dich ein bisschen reinfühlen können in das, was du tust. Und dann geht sozusagen Kopf, Herz und Hand in eine Einheit über. Und dieses Gefühl schafft eine Art Begeisterung für das, was deine Vorfahren schon getan haben. Ne? Und da gibt es eben herausragende Bauten, wie zum Beispiel dieses Freiburger Münster, der Turmhelm. Und wenn du die Möglichkeit hast, da zu arbeiten, dann da gehst du total drin auf. Ne? Die stolzen Bürger der Stadt finanzierten ab Mitte des 13. Jahrhunderts den prachtvollen gotischen Ausbau inklusive des Turms aus den Silbervorkommen des Schwarzwalds. Deswegen ist das Münster für die Freiburger immer noch ihre Kirche. Auch wenn es seit 1827 formell eine Kathedrale ist. Denn da wurde Freiburg Bischofssitz. Der Vorgängerbau des Münsters, erbaut von den Stadtgründern, dem Adelsgeschlecht der Zähringer. Ihre Burg thronte auf dem Schlossberg. 1120 verleihen sie der kleinen Siedlung an seinem Fuß das Marktrecht mit vielen Freiheiten. Freiburg ist gegründet. Bereits 100 Jahre später stirbt das Geschlecht aus. Die österreichischen Habsburger werden die neuen Herrscher. Doch bis heute erkennt man die Struktur der Zähringer Gründung im Grundriss der Stadt. Im Zentrum der Münstermarkt. Ben Kindler, Sternekoch und nun Inhaber einer Kochschule, genießt es, hier einkaufen zu gehen. Freiburg ist einer der wenigen Orte in Deutschland, wo man an jedem Wochentag Erzeugnisse frisch von Bauern aus der Umgebung bekommt. Ben Kindler ist Koch aus Leidenschaft. Ich habe also sehr gern als Kind schon mit der Großmutter gekocht. Das ist so ganz klassisch. Meine Großmutter vom Kaiserstuhl hat sehr gut gekocht. Und bei uns wurde natürlich zu Hause auch immer sehr großen Wert auf Lebensmittel gelegt. Das war für mich irgendwann klar. Ich kann mich noch erinnern, mit 5, 6 habe ich mal so einen Kinderkochkurs mitgemacht in einem Landgasthof. Und dann war klar, ich werde Koch. Ich habe das Gymnasium verlassen und bin in die Küche. Ich war auch schon mehr in der Küche als in der Schule. Habe so mit Ferienjobs und am Wochenende schon in der Küche gearbeitet, mit Tellerwäscher angefangen und habe gemerkt, ey, das ist meine Welt, ja, da geht's ab. Und so wie die Köche einfach drauf waren, da ging's, das hat mir einfach gefallen. War halt eine Welt, so ein bisschen, die mich magisch angezogen hat. Und ich wollte ursprünglich immer noch einen Bauernhof dazu haben, habe immer gesagt, ich habe einen Bauernhof und ein Gasthaus mit dabei. Und heute ist die Philosophie, kann man schon irgendwie sehen, dass es geblieben ist. Dieses regional Einkaufen, dieses saisonal, das hat sich wirklich durch mein ganzes Leben gezogen. Und deswegen fährt er regelmäßig in den nahegelegenen Kaiserstuhl. Die Bauern hier waren schon immer Lieferanten für Freiburgs Küchen und Keller. Einige Spezialitäten besorgt sich Ben Kindler gern direkt beim Erzeuger. Er unterhält viele persönliche Kontakte. Für mich ist es extrem wichtig, dass ich weiß, wo meine Lebensmittel herkommen. Ich arbeite damit dann ganz anders. Ich freue mich mehr darüber, wenn ich auch ein Gesicht dazu im Kopf habe, wer da beteiligt war und wie das Ganze eigentlich bei denen aussieht. Der Lindenbrunnenhof in Forchheim. Alte und seltene Sorten sind die Leidenschaft der Familie Binder. Die Ananastomate, die riesige. Super. Richtig gut. Schau mal die blaue, was die für Farben. Oh, wow, fantastisch, ja. Oder? Das sind die Violetta. Ne, Trüffel sind noch ein wenig zu klein, die Kummer aber. Die hat ein Drittel weniger Garzeit, also wenn es passiert. Echt? Ja. Schau mal, wie gigantisch gelb die ist. Oh, herrlich. Aha. Auch aussehen sie nicht die toll aus, gell? So als Peller. Mhm. Und das ist eine alte, wilde Sorte? Das ist eine Wildform, ja. Ja, genau. Geschmacklich ganz, ganz toll. Und dann haben wir hier noch diese Violetta, heißt sie. Eine lila Kartoffel. Es gibt, sie haben wohl 3 oder 4 verschiedene lila Kartoffelsorten. Also es gibt tatsächlich mehr. Vom Hof direkt auf den Teller.
Ben Kindler hat mehrere Kochbücher geschrieben. In seinen Kursen vermittelt er bodenständige regionale Küche, neu kombiniert mit modernen und zum Teil ungewöhnlichen Rezeptideen. Herrliche Bohnen. Pfeffer schön mörsern, bitte. Den Pilz eben abpinseln mit dem Backpinsel, dann klein gehackt. Jetzt machen wir ein bisschen Druck hier in der Küche. Wo bleibt die Butter? Schön grün soll es bleiben bei den Bohnen. Ganz zauberhafte, kleine, schöne Zwiebelwürfelchen. Ein bisschen Chili-Pulver, Rosmarin mit da dran. Boah, sieht das gut aus, ne? Habt ihr toll gemacht. Pfifferlinge gut abtropfen lassen, ja? Die dürfen nicht im eigenen Fett liegen bleiben. Und dann in den Ofen geben bei 120 Grad. Ja, wo müssen Pfifferlinge schmecken? Ja, knackig angebraten, kleines bisschen Salz, bisschen Knoblauch, frische Kräuter. Top. Die größte Inspiration für Ben Kindler, die Kochkunst seiner Kaiserstühler Großmutter. Und ich glaube, meine Großmutter wäre genauso stolz heute, wie es die Eltern sind, die ursprünglich einfach gesagt haben, eben der Junge soll was Gescheites machen. Und würde sich wahrscheinlich auch freuen, dass ich ihr das Kochbuch gewidmet habe, das letzte, das badische Kochbuch. Lebensmittel kann man allerdings erst seit gut 250 Jahren auf dem Münstermarkt kaufen. Um die Stadtkirche lag zuvor, wie üblich, der Friedhof. Bei Ausgrabungen entdeckten Archäologen viele hundert Skelette, meist aus dem 16. Jahrhundert. Die Knochen der Toten erzählen viel über ihr Leben. Wie alt war sie ungefähr? Grabungsleiter Dr. Bertram Jenisch und der spanische Zeichner Jonathan Alcina Segura arbeiten wie die Kriminalpolizei. Für ein besonderes Projekt haben sie einige Gräber ausgewählt. Auf Grundlage von anthropologischen Untersuchungen geben sie den Schädeln ein Gesicht. Sie gehört sicherlich zu den Spesergin damals. Wir haben eine ältere Dame, die für damalige Verhältnisse mit über 60 Jahren betagt war. Es war eine Frau, die aufgrund ihres Allgemeinzustandes sehr gut genährt war, sicherlich eher der gehobenen Mittelschicht in der Stadt angehört hat. Und sowohl in Kindheit als auch im Erwachsenenalter hatte sie nie Mangel erlebt. Das hat sich dann geändert kurz vor ihrem Tod. Sie hat sich den linken Oberschenkel gebrochen. Dieser Bruch wurde unsachgemäß behandelt. Und ist krumm zusammengewachsen. Sie konnte sich nicht ohne Schmerzen fortbewegen. Sie hat gehinkt. Das heißt, entweder sie wurde in einer Familie wohlbehütet versorgt oder sie konnte es sich leisten, in eine karitative Einrichtung sich einweisen zu lassen, wo sie dann die entsprechende Pflege erhalten hat. Eine wohlhabende Frau. Eine ganz andere Geschichte erzählen die Funde aus einem zweiten Grab. Es enthielt das Skelett eines jungen Mädchens. Knochen und Zähne verraten, es war stark unterernährt, gehörte zu den Ärmsten. In seinem Beckenbereich lagen die winzigen Knochen eines noch ungeborenen Kindes. Die Bestimmung der Knochen dieser jungen Frau haben eben ergeben, dass sie doch sehr jung war, also etwa 16 Jahre. An der Untersuchung des Beckenbereichs konnte man feststellen, dass diese Schwangerschaft nicht ihre erste war. Sie hatte zuvor ein weiteres Kind geboren, das heißt in einem doch sehr jungen Alter, zweite Geburt, und an der zweiten ist sie verstorben. Der Fund verrät aber noch mehr. Er gibt einen verstörenden Einblick in die Glaubenswelt des 16. Jahrhunderts. Die Taufe hatte für die christlichen Menschen im Mittelalter eine sehr hohe Bedeutung. Man hatte ja letztlich nur durch die Taufe die Möglichkeit, beim jüngsten Gericht letztlich ins Himmelreich zu kommen. Nun war das Problem, wenn ein Kind ungetauft gestorben ist, wurde ihm das ja versagt. Das war für den mittelalterlichen Menschen etwas ganz Unvorstellbares. Deswegen hat man dieser jungen Mutter, die ja im Kindbett gestorben ist, vor der Bestattung die Oberschenkel zusammengeschnürt, damit das Kind nicht im Grab dann den Körper der Mutter verlassen konnte. Dadurch genoss das Kind den Taufschutz im Mutterleib. Und dann war für den mittelalterlichen Mensch die Welt in Ordnung. Zwei Frauenschicksale. Stellvertretend ausgewählt für alle Toten vom Münsterplatz.
Die Forschungsergebnisse sollen heutigen Menschen das Leben vor 400 Jahren ganz persönlich nahebringen. Zusammen mit Studenten der Pädagogischen Hochschule entwickelt Bertram Jenisch Lebensgeschichten für die beiden Frauen. Sie sind erfunden. Alle historischen Fakten über die Zeit sind aber vollkommen korrekt. Vielleicht schauen, wie wir da andere Anknüpfungspunkte an die anderen Figuren hinbekommen könnten. Und was in der Zeit eben in Freiburg so los war. Ja. Also wir wollen ja eine Geschichte machen und eine Geschichte lebt von den interessanten Dingen, die in einem Zeitrahmen in einer Stadt passieren. Als Zeitpunkt, wenn wir das als Endzeitpunkt nehmen, nehmen wir vielleicht ein einschlägiges Datum, 1513. Die Frau hat jetzt durch die Zeichnung von Jonathan ein Gesicht bekommen, das Skelett, was wir ursprünglich hatten. Hat die Frau auch schon einen Namen und eine Geschichte aus einer Familie, wo sie herstammt, einen Beruf oder irgendwas? Die Geschichten werden als Comic erscheinen. Damit wollen die Wissenschaftler besonders Jugendliche ansprechen und Archäologie für sie spannend aufbereiten. Da haben Sie ja jetzt auch eine spannende Geschichte draus. Wenn ich von Grab 172 spreche, spreche ich von etwas anderem, wie wenn ich von Martha, einer älteren Dame, die im Heiliggeistspital verstorben ist und dann begraben ist. Es ist tatsächlich so, wenn diese Person ein Gesicht und einen Namen hat und eine Geschichte und eingebunden ist in ein soziales Milieu, dann kann ich damit etwas ganz anderes anfangen. Und wir hoffen natürlich, dass das dann auch den Lesern des Comics genauso geht. Wissenschaft im Comicformat. In Deutschland bisher eher ungewöhnlich. Doch in Spanien und Frankreich erfolgreich. Wissenschaftler und Studierende sind gespannt, wie der Freiburger Geschichtscomic angenommen wird. Studierende gibt es in Freiburg schon seit 1457. Die Albert-Ludwigs-Universität ist eine der ältesten Universitäten Deutschlands. Nermin Abbasi aus Tunesien und Stella Tai aus Singapur belegen den interdisziplinären Bachelor-Studiengang Liberal Arts and Science. Liberal, frei, das bedeutet, anfangs können sie aus einem breiten Angebot aus Natur- und Geisteswissenschaften wählen, bevor sie sich spezialisieren. Dieses Konzept gibt es in Deutschland außer in Freiburg nur noch in Berlin. Für ein paar Semester ist Freiburg ihre zweite Heimat. Also die Straßen, die kennen mich und ich kenne die Straßen. Und dann ist es so schön, wenn man einfach durch eine Stadt, der kennt sich. Und dann manchmal kommt ein oder zwei Leute, die sogar schon vorher kommen und sagen, hey, du bist wieder da. Ja, ich bin wieder da. Das ist so, ja, das ist cool. Mir ist aufgefallen, einfach so, wie nett es ist, hier zu sein. Also ich finde es also nett, es ist voll ein generales Wort, aber ich finde es allgemein die Stadt voll schön. Es ist auch so diese Gebäude, dass sie so super alt sind, es ist auch so viel Geschichte da und es ist auch so viel Kultur. Und ich mag am liebsten so die Bächle. Und diese Bächle sind etwas ganz Besonderes. Die kleinen Wasserläufe mitten in Freiburg. Ihretwegen gibt es hier auch einen einzigartigen Beruf. Den Bächleputzer. Alain Stockmeier ist jeden Tag unterwegs, um die Bächle sauber zu halten. Ein ziemlich sportlicher Job. Also wir haben jeden Tag ungefähr 100 Grundablässe zu ziehen. Dann ca. 90 Überläufe, die wir alle sauber halten müssen, sonst wird vieles überschwemmen. Das Netz der Bächle ist ein Stück Urfreiburg. Es stammt noch aus der Zeit der Zähringer. Also das Bächlenetz selber ist ca. 16 Kilometer lang. Und das, was man sieht, was wir arbeiten müssen, ist ungefähr 8 Kilometer. Dann laufen wir im Schnitt bestimmt zwischen 15 und 20 Kilometer, wenn man alles andere noch mal ganz normal kontrolliert, jeden Tag. Und dann klappt es? Ja. So gut. Also das Bächle läuft eigentlich mit Gefälle. Und wir werden oft gefragt, ob es eine Pumpe gibt, aber es gibt keine Pumpe. Es läuft nur mit Gefälle. Also vom Schwabetor, wo das Bächle anfängt, bis runter zur Unterlinde sind es ca. 8 Meter Gefälle. Das merkt man so nicht, aber das ist schon so. Um dieses Gefälle zu erzielen, wurde ein Teil der Altstadt im Mittelalter sogar aufwendig aufgeschüttet. Alain Stockmeier hat bei seiner Arbeit heimliche kleine Helfer. Selbst die meisten Freiburger kennen sie nicht. Das sind unsere kleinen Flusskrebsle. Die sind so mikrogroß, so vom Frühling bis zum Herbst, damit ich uns wahnsinnig viel Arbeit habe. Also wenn es grün ist,
Der Moos, der Algebelag, die ernähren sich davon. Innerhalb plus minus 14 Tage ist ja so gut wie alles sauber. Nicht überall, aber so manche Läufe richtig gut. Doch warum gibt es eigentlich die Bächle? Sie sind Teil eines dualen Gesamtkonzeptes zur Wasserversorgung der Stadt. Das Trinkwasser lieferten Brunnen, Brauchwasser zum Brandschutz und als Viehtränke die Bächle. Sie waren also keineswegs Kloaken oder Kanalisation, obwohl der eine oder andere wohl seinen Abfall hineingeschüttet haben wird. Freiburg ist eine Stadt der Wasserläufe. Neben den Bächle existiert auch ein Netz von Gewerbekanälen. Vermutlich gab es sie schon, bevor die Siedlung das Stadtrecht erhielt. Alle speisen sich aus der Dreisam, die im Schwarzwald entspringt und durch Freiburg fließt. Im Osten, etwas außerhalb, liegt der sogenannte Sandfang. Ein Wehr zweigt von dort einen Teil des Flusswassers in Gewerbekanäle und Bächle ab. Runzmeister Stefan Scharke und Runzknecht Volker Kaltenbach regeln den Zufluss. Ihre Titel stammen schon aus dem 16. Jahrhundert. Jetzt sind wir am Wasser, dreh weiter runter. Weiter runter. Muss gut sein. Ja? Also den Runzmeister gibt es in der ersten Rundsatzung von 1537. Also der erste wurde dann 38 gewählt. Und ich bin jetzt, glaube ich, der 116. Runzmeister. Also das ist schon eine ganze Weile her. Ne? Die Runz war und ist eine Wassergenossenschaft. Runz kommt von Rinnen. In Freiburg gab es viele Handwerker, die auf Wasserkraft angewiesen waren und sich buchstäblich gegenseitig versuchten, das Wasser abzugraben. Mitten in der Stadt liegt ein strategisch wichtiger Punkt für die Verteilung. Da wäre ich jetzt nicht auch schön sauber, kann es hier auch keine Probleme geben. Ja, genau, die Stadt war erst da und hat es sauber gemacht, so wie es aussieht. Das ist der ewige Teiler, der teilt den Südarm von dem Nordarm. Und das war schon im Mittelalter wichtig, weil am Südarm, direkt hier, direkt da, waren dann die Müller. Und die Müller haben natürlich für sich auch propagiert, wichtig, Brot Mehl mahlen, fürs Brotbacken. Und man hat den Müllern auch dann praktisch die Arbeit, die jetzt die Runz macht, übertragen. Gleichzeitig haben sich aber weiter oben in der Stadt Edelsteinschleifer angesiedelt. Und außerdem hat man mit dem Wasser auch noch die Wiesen bewässert, zum wieder Korn wachsen lassen. Und die Müller haben das halt immer so für sich das Wasser abgeleitet. Und da gab es ewig Twist und dann auch richtig Ärger. Und dann irgendwann wurde es dem Stadtrat zu blöd. Und das war praktisch dann die Idee für die Gründung der Runz. Die Genossenschaft regelte dann die gerechte Verteilung des Wassers. Brunnen, Bächle, Kanäle. Freiburg besaß schon früh ein ausgeklügeltes Gesamtkonzept zur Wasserversorgung. Ebenso wie die Bächle prägen die Überreste der mittelalterlichen Stadtmauer, das Schwaben- und das Martinstor das Stadtbild bis heute. Dabei wären diese Wahrzeichen fast abgerissen und die Bächle zugeschüttet worden. Schuld an solchen Plänen war der Bau der elektrischen Straßenbahn Anfang des 20. Jahrhunderts. Sie löste die vorher üblichen Pferdeomnibusse ab. Hans-Jürgen Oehler interessiert sich für die Geschichte Freiburgs und sammelt alte Bilder und Postkarten. Sein Job als Straßenbahnfahrer ist dafür ideal. Zu seinem Hobby kam er durch einen Zufall. Das hat angefangen mit einem Dachbodenfund. Da habe ich einen Schuhkarton gefunden mit alten Karten. Und wenn man die Bahnen von damals eben vergleicht mit den heutigen, die Fahrer standen auf einer offenen Plattform, waren Wind und Wetter ausgesetzt. Im Gegensatz zu wir heute mit der modernen Bahn klimatisiert und sitzen im Trockenen.
Also die erste Ansichtskarte, die ich habe von Freiburger Straßenbahnen überhaupt, das war ein Herr von der Eröffnung vom 14. Oktober 1901. Und da hat er geschrieben, jetzt ist Freiburg eine Großstadt. Für diesen Fortschritt war man bereit, Opfer zu bringen. Das alte historische Stadtbild sollte der Straßenbahn weichen. Die Bächle könnten, so sah es der Gemeinderat, beim Ein- und Aussteigen für Stürze sorgen. Also sollten sie verschwinden. Und die Tore behinderten angeblich die elektrischen Oberleitungen der neuen Tram. 5 Tore hatte es einst gegeben. Nun sollten die letzten beiden auch noch weg. Viele Freiburger wollten, dass sie abgerissen werden. Und der damalige Bürgermeister Winderer, der hat es verhindert. Das Schwabentor wurde dann aufgestockt auf 65 Meter. An einem späteren Zeitpunkt wurde, als das zweite Gleis gebraucht wird, noch ein zweites Tor hinzugebaut. 3-mal so hoch bauen statt abreißen. Eine originelle Lösung. 1954 wird das Schwabentor aus statischen Gründen wieder auf die ursprüngliche Höhe von 22 Metern zurückgebaut. Das Martinstor behält seine neue Gestalt bis heute. Das pittoreske Tor spielt in der Geschichte der Stadt eine schlimme Rolle. In der Zeit der Hexenverfolgung. Geschichtsstudentin Lea Gerstenberger betreibt einen Blog zum Thema historische Romane. Bei Recherchen zu Astrid Fritz' Buch Die Hexe von Freiburg stieß sie darauf. Das Martinstor war eben eines der Stadttore und auch eines der Gefängnisse. Das heißt natürlich, nach der Verhaftung kam man unter anderem dahin. Und das war auch eben ganz in der Nähe, also zwischen dem Holzmarkt und der Dreisam unten, war die Enthauptungsstätte. Das heißt, es ist einfach ein sehr zentraler Platz dafür. Es konnte jede treffen. Während der Hexenverfolgung in Freiburg wurden Frauen aus allen Schichten der Bevölkerung verhaftet, gefoltert und verbrannt. Oft presste man ihnen bei den Verhören die Namen weiterer Personen ab. Und so wurde die Zahl der Hexen größer und größer. Katharina Stadelmännin, Protagonistin des Romans Die Hexe von Freiburg. Es gab sie wirklich. Sie war eine angesehene Frau, Gattin eines Stadtrats. 1599 wurde sie verhaftet. Zusammen mit ihren Bekannten Anna Wolfertin und Margareta Mösmerin. Lea Gerstenberger findet die Schauplätze ihrer Leben im Heute noch überall. Hier am Bertholdsbrunnen haben eben diese drei Ratsfrauen mit ihren Ehemännern noch gewohnt. Also sie waren auch quasi direkte Nachbarinnen. Einmal die Anna Wolfertin hat gewohnt, wo jetzt hier die Löwenapotheke ist. Was ganz interessant ist, weil das zwar noch keine Apotheke war, aber ihr Sohn eine Apothekerlehre gemacht hat. Genau, also sie hat hier gewohnt. Dann 2 Häuser weiter, die Margareta Mösmerin mit ihrem Mann Jakob Bauer, der eben auch im Rat der Stadt saß. Und schlussendlich die Katharina Stadelmännin und der Michael Banzer, die wahrscheinlich gegenüber gewohnt haben. Alle hier eben auch an diesem sehr zentralen und privilegierten Platz in der Stadt. Überraschend und bestürzend für die junge Bloggerin, die unheilvolle Rolle der Universität. Ja, also man könnte ja eigentlich annehmen, dass die Hexenverfolgung vor allem von der Kirche ausgegangen ist. Das ist auch so ein, denke ich, gängiges Klischee auf jeden Fall. Aber zumindest in Freiburg war es eben nicht so, sondern es waren vor allem Juristen von der Universität, teilweise auch Theologen, vor allem Juristen, die dieses sogenannte gelehrte Hexenbild verbreitet haben, also was auch in dem Hexenhammer festgehalten wurde und eben dazu geführt hat, dass mit besonderer Vehemenz gegen die Hexen vorgegangen wurde. Der Hexenhammer, veröffentlicht 1486, wurde geschrieben, um die Hexenverfolgung zu rechtfertigen. Er galt als grundlegendes wissenschaftliches Werk zum Erkennen von Hexen. Katharina Stadelmännin wurde von Nachbarn denunziert. Ihr Lebenswandel nach dem Tod ihres gewalttätigen Ehemannes war ihnen suspekt. Man kann daran erkennen, wie wenig es brauchte, um sich verdächtig zu machen, weil eben diese Katharina Stadelmännin eben jetzt hier in ihrem eigenen Haus gelebt hat, eigentlich auch relativ eigenständig sein konnte und sie hatte oft Besuch von ihren Freundinnen und offensichtlich hat sie ihr Leben eben genossen und die Nachbarn haben sich dann eben auch beklagt oder später ausgesagt, dass es dort abendliche Feiern gegeben hätte, bei denen es lustiger zugegangen sei, man hätte da getanzt und gesungen und das gehört sich natürlich für alleinstehende Frauen nicht. Unter Linden. Hier stand das Foltergefängnis.
Ja, die wurden verhaftet. Dann gab es eben mehrere Stufen. Zunächst eben ein normales Verhör, dann wurde die Folter angedroht. Es wurden Folterinstrumente gezeigt und erläutert. Also man kann davon ausgehen, dass das auch schon ziemlich schlimm gewesen sein muss. Und wenn man dann eben immer noch kein Geständnis abbringen konnte, dann wurde tatsächlich eben die Folter durchgeführt. Nach der Folter musste das Geständnis nochmal frei wiederholt werden, sofern man dazu überhaupt noch in der Lage war. Und dann haben sie ihre Testamente gemacht etc. und wurden eben vor Martinstor enthauptet und dann auf dem Schutzrhein noch verbrannt. Katharina Stadelmännin. Sie war nur eine von insgesamt 131 unschuldigen Menschen, hauptsächlich Frauen, die in Freiburg der Hexenverfolgung zum Opfer fielen. Die letzte Hinrichtung fand 1639 statt. Die Albert-Ludwigs-Universität, die maßgeblich an der Hexenverfolgung mitwirkte, wurde später zur Vorreiterin für Frauenrechte. Am 28. Februar 1900 ließ sie erstmals in Deutschland eine Frau zur Immatrikulation zu. Heidelberg folgte kurz danach. Heute sind 52% der Studierenden in Freiburg Frauen. Nermin und Stella haben einen Kurs zum Thema Verhältnis Mensch-Natur belegt. Im Freiburger Tiergehege Mundenhof sollen sie beobachten, welche Zielgruppen das Angebot zur Naherholung nutzen. Und danach eine App mit Informationen für Besucher gestalten. Der Mundenhof ist das größte Tiergehege Baden-Württembergs, mit bewegter Geschichte. Er entstand aus einem Gutshof, urkundlich bereits erwähnt 864, also älter als Freiburg. Lange Zeit blieb er ein landwirtschaftlicher Betrieb, der aber Mitte des 20. Jahrhunderts unrentabel wurde. Ab 1968 wurden dann erste Tiere in einem kleinen Zoo untergebracht, aus dem sich nach und nach der heutige Naturerlebnispark entwickelte. Er zeigt hauptsächlich Haus- und Nutztierrassen und ein paar Exoten. Das Angebot des Studiengangs Liberal Arts and Science sehen Nermin und Stella als große Chance. Ich muss was mich im Herz liegt machen, so dass was einfach finde ich, dass vielleicht irgendwann die Welt besser machen könnte. Und das war deswegen, dass ich einfach habe gemacht, okay, dann machen wir Liberal Arts and Science. Weil jetzt ich verstehe, das ist meine Lage. Weil Liberal Arts ist sehr divers. Also wir haben viele Studenten, die halt so von verschiedenen Ländern kommen. Und ja, es ist einfach schön, dass jeder so irgendwas von Heimatland mitbringt. Seine heutige Weltoffenheit verdankt Freiburg auch seiner Lage im Dreiländereck. Doch die Nähe zur französischen Rheingrenze war auch oft Ursache dramatischer Konflikte. »1677 fällt Freiburg an Frankreich. Der General Sébastien Le Prestre, Marquis de Vauban, baut Stadt und Schlossberg zu einer gewaltigen Festung aus. Um überall freies Schussfeld zu haben, lässt er alle Vorstädte einebnen und den Schutt in den Mauern verbauen.« Schon 1744 fällt Freiburg zurück an Vorderösterreich. Um sie nicht dem Feind zu überlassen, schleifen die Franzosen ihre eigene Festung komplett. Heute wachsen auf dem Schlossberg Wald und Reben. Zur Zeit der ersten Zähringer Burg bis hin zur späteren Vauban-Festung hatte man alles abgeholzt, um freie Sicht zu haben. Damit die Flächen offen blieben, ließ man Tiere dort grasen. Der Biologe Nicolas Schof von der Uni Freiburg
belebt in einem ausgewählten Gebiet am Schlossberg die alte Weidewirtschaft neu. Gleichzeitig setzt er für das Projekt alte und seltene Haustierrassen ein, um sie vor dem Aussterben zu bewahren. Ziege Johanna ist eine sogenannte Tauernschecke. Die Nazis haben versucht, Einheitsziegen herzuzüchten. Und die Tauernschecken waren aber so abgelegen, dass sie da das überlebt haben. Also es gibt natürlich auch viele andere alte Rassen noch. Und diese Rasse ist eben eine sehr bedrohte Nutztierrasse. Sie ist sehr selten. Und sie hat deswegen so Flecken, dass wir sie im Hochgebirge sowohl bei Schneelage, also das Dunkle, als auch im Sommer, wenn kein Schnee liegt, eben auf die Distanz gut sehen kann. Das Ziel des Projekts? Johanna und Co. sollen die Flächen offen halten. Damit möchte Nicolas Schof seltene Biotope, die es hier einmal gab, wiederherstellen. Der Schlossberg war seit dem 12. Jahrhundert spätestens komplett baumfrei, damit eben aus militärischen Gründen in alle Richtungen geschaut und geschossen werden kann. Und in dieser sehr vegetationslosen Umgebung haben sich extrem seltene Arten hier eingefunden. Es war vor allem in Heuschreckenfauna. Da waren so seltene Arten, dass aus ganz Deutschland Menschen nach Freiburg gefahren sind, am Anfang des 20. Jahrhunderts mit dem Zug. Eben Freiburg konnte man natürlich auch gut erreichen damals auch. Und sind hierher gekommen, um diese hitzeliebenden Heuschreckenarten anzuschauen. Noch tummeln sich nicht alle diese Arten wieder am Schlossberg. Aber es ist das Ziel des Projekts, wieder eine große Vielfalt zu ermöglichen. Außerdem bekommen die Studierenden unmittelbaren Kontakt zur Natur und zu Tieren. Und ich hatte mir schon überlegt, mal wieder ein bisschen mehr Praxis zu machen, weil das Studium recht theorielastig ist. Und das ist einfach für mich eine schöne Schnittstelle zwischen Universität und halt praktischer Arbeit, wo man halt gelernte Kontexte aus den Vorlesungen mal praxisnah umsetzen kann. Die Tiere schaffen quasi so ein Mosaik, wo sie quasi jetzt Fledermäuse, Ameisen, Totholzkäfer, alles Mögliche wieder Lebensräume finden, was wir in unseren heute intensiv genutzten Landschaften halt oft nicht mehr haben. Das ist sicher eine Motivation, aber auch finde ich es echt schön, wenn hier Besucher kommen, dass sie einfach sowas wieder erleben können, was es bedeutet, Tiere zu haben und wie schön es mit denen ist. Für die Tiere scheint das Ganze umgekehrt auch recht schön zu sein. Von der barocken Festung auf dem Schlossberg blieb nur ein unterirdisches Bauwerk am Hang, das selbst die meisten Freiburger nicht kennen. Archäologe Bertram Jenisch und Historiker Iso Himmelsbach sind einem Geheimnis auf der Spur. Sie erforschen den Bächle-Stollen. Im 17. Jahrhundert verlegten die Festungsbaumeister den Zufluss von der Dreisam zu den Bächle in einen unterirdischen Tunnel, um ihn vor Beschuss zu schützen. Dieser gibt Rätsel auf, denn historische Pläne oder Unterlagen dazu gibt es nicht. Ein Kuriosum: Unter der Erde, völlig unsichtbar für die Allgemeinheit, befinden sich im Bächle-Stollen reich verzierte Steintafeln mit Inschriften. Stadtbaumeister Wipper. Es handelt sich um Gedenksteine für die Stadtbaumeister Freiburgs vom 17. Jahrhundert bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Eine geheime Sitte. Genau, das ist was ganz. Das war nie für die Öffentlichkeit gedacht, weil hier kamen ja nur die Werkmeister rein und die Arbeiter, die hier tätig waren. Ja, war ja schön geschützt, war ja wichtig, Hochwasserversorgung. Interessant, dass man dann doch solche aufwendigen Platten für die jeweiligen Stadtbaumeister hier gemacht hat. Sind fast wie Grabsteine. Wie Kinder, so sind sie gefertigt, ja. Mit dem ganzen Titel und wie lange auch sie tätig waren. Auch mit der Schrift jeweils der Zeit. Auch ja. Und da war es völlig irrelevant, ob das die Öffentlichkeit sieht oder nicht. Das haben die, das ist aus dem Selbstverständnis dieses Amtes heraus gemacht worden. Niemand weiß, wie es mit dieser verrückten Gedenkstätte angefangen hat und warum. Die Wissenschaftler hoffen, es herauszufinden.
Genauso wie sie gerne wüssten, wie und mit welchem Gefälle der Stollen eigentlich gebaut wurde. Deswegen haben sie ein Freiburger Start-up-Unternehmen beauftragt, den Tunnel mit einem innovativen, mobilen Laserverfahren zu vermessen. Die Firma hat das Gerät selbst entwickelt. In der Bewegung kann es Daten sammeln und komplizierteste Objekte abtasten. Eine Schleuse am Berghang trennt den Stollen vom Gewerbekanal. Dort geht's los. Die Historiker wollen endlich wissen, wie der Kanal verläuft. Es gibt ja keine Baupläne aus dieser Zeit. Und für uns ist ein ganz wesentlicher Punkt, wie verläuft das unter Tage, weil es ist ja eine bemerkenswerte Ingenieurleistung, die im 17. Jahrhundert angelegt worden ist. Aber da wäre für uns natürlich spannend zu wissen, wie genau diese Geschichte ist, weil das Wasser musste ja genau an dem richtigen Punkt an der Höhe auch rauskommen, um das Stadtbachsystem zu speisen. Diese neue Vermessungstechnik eröffnet uns völlig neue Möglichkeiten, einen Zugriff auf dieses Bauwerk zu erhalten. Weil das ja ein dreidimensionales Modell entwickelt, da gibt es natürlich diese ganzen Informationen relativ schnell über eine Computersimulation. Da der neuartige 3D-Scanner selbst komplizierteste Objekte präzise vermessen kann, kommen seine Erfinder an die spannendsten Orte. Also ist natürlich schon etwas beengt, aber vorwiegend einfach sehr faszinierend, in so einem alten Stollen zu sein, wo man eigentlich sonst so überhaupt nicht reinkommt und eigentlich auch nur die Chance hat, wenn sozusagen der Bach gerade nicht fließt, hier mal reinzugehen. Über einen Kilometer müssen die beiden sich in dem engen Tunnel vorantasten. Die Männer sind zufrieden mit ihrer Expedition in den Untergrund. Also jede Menge Spinnen und wir freuen uns jetzt auf jeden Fall, dass wir wieder ein bisschen Tageslicht haben. Aber ansonsten auch sehr faszinierend und immer wieder sehr abwechslungsreich, weil es unterschiedliche Baustrukturen sind. Der Bächle-Stollen endet innerhalb der Stadtmauern. Ab hier musste die Wasserversorgung nicht mehr geschützt werden. Am Schwabentor beginnt das offene Bächlenetz. Also hier oben sieht man sozusagen den. Aus den Messdaten entsteht das dreidimensionale Bild des Stollens. Eine Premiere. Da die historischen Unterlagen fehlen, können sich die Wissenschaftler nun erstmals eine genaue Vorstellung machen. Und also was ich jetzt ganz spannend fand, ist, dass der eigentlich viel kurviger ist, als man das so von außen annehmen würde. Die eigentliche Forschungsarbeit, die konkrete Auswertung der Daten, kann jetzt beginnen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts fällt Freiburg an das Großherzogtum Baden und profitiert ab 1871 mit Gründung des Zweiten Deutschen Reiches vom allgemeinen Wirtschaftsaufschwung. Straßenbahnfahrer Hans-Jürgen Oehler hat aus dieser Blütezeit viele Postkarten gesammelt. Wenn man Bilder sieht von Freiburg, wie es um 1900 ausgesehen hat, das ist einfach kein Vergleich. Weil damals waren viele alte Häuser noch gestanden, die heute aus dem Stadtbild verschwunden sind. Und das hat mich einfach fasziniert. Seit 1888 ist Otto Winterer Bürgermeister. Man nennt ihn auch den zweiten Gründer der Stadt. Durch ihn erhält Freiburg das Gesicht, das zum Teil noch heute durchschimmert. Es entstehen ganz neue Stadtteile und Kirchenbauten. Otto Winterer ist es auch, der 1890 den Münsterbauverein gründet. Für die Behebung von Schäden am Münster fühlt sich zu dieser Zeit niemand zuständig. Weder die Kirche noch das Land Baden. Mit dem Verein bezahlen, wie schon im Mittelalter, die Freiburger Bürger die Arbeit der Münsterbauhütte. Die befasst sich gerade mit einer besonders kniffligen Aufgabe. Der Rekonstruktion dieser riesigen Aufsätze auf dem Chor des Münsters. Einer davon steht im Hof der Münsterbauhütte als Vorlage für die Steinmetze. Also viele schon immer da, da müssen wir jetzt halt gucken, was man noch findet. Aber ich glaube, hinter dran gibt es noch. Er muss komplett erneuert werden. Da hat es noch eine einzige vollständige Krabbe.
Das wird eine große Nummer und beschäftigt uns wahrscheinlich die nächsten 5-6 Jahre, nur allein die Wiederherstellung. Von den einstigen Verzierungen des Aufsatzes ist fast nichts mehr erhalten. Erstmal ist es spannend, weil man noch nicht ganz weiß, wo es wirklich hingeht, was kommt da. Dann kommen natürlich auch so die Gedanken, wow, das sind Riesensteine. Da ist man in einem Stück einfach schon ganz schön lange dran. Wie wird das? Die Aufsätze auf dem Choranbau des Freiburger Münsters sind erst im 19. Jahrhundert entstanden. Zur Feier der Ernennung zum Bischofssitz. Jahrelang hat Hüttenmeister Uwe Zäh geforscht, wie die maroden Pfeiler wohl ausgesehen haben. Detektivarbeit. Die Schäden entstanden hauptsächlich durch die Materialauswahl der damaligen Steinmetze. Wir wollten schnell ein Ergebnis, das sieht man. Also das sind ja sehr aufwendige Stücke. Und haben deshalb Material verwendet, wo sich auch die Frage stellt, wieso haben die sowas benutzt. Ich glaube nicht, dass die nicht gewusst haben, dass das nicht so beständig ist, das Material. Vielleicht war kein anderes zur Verfügung. Aber man konnte natürlich auch bequem damit handwerklich umgehen. Das ist ein interessanter Aspekt. Hat letztendlich zum Totalschaden geführt, das muss man aussehen. Ja. Um überhaupt noch etwas zu retten, haben die Steinmetze der Hütte versucht, aus den Bruchstücken Teile nachzuformen, ja sogar ganz neu zu gestalten. Steinmetzin Karin Walter hat viel Zeit in der Modellierwerkstatt verbracht und experimentiert. Ich habe da noch die Fotos und dann habe ich mich eben an dem orientiert, was hier noch sicher war. Und den Knauf, den müsste man jetzt halt gucken, der passt da so nicht drauf. Die Kreuzblume, die gar nicht vorhanden ist, versuchen wir aus dem, was da ist, zusammen zu kombinieren. Und da haben wir jetzt nur das eine Foto mit dem achteckigen, mit dem Abschluss. Und dann gibt es noch die Zwiebelabschlüsse, die gesichert sind. Für das Stück, was ich modelliert habe, war gar nichts da. Man weiß aber ungefähr, wo es hingehört. Also von der Umgebung ist klar, wie sehen die Blätter aus und die Stiele. Und dann habe ich versucht, den Teil, der gesichert war, mit den Fotos zu kombinieren und das Ganze größer zu machen, steingerecht, sodass es nicht gleich wieder zerbröselt. Karin Walter arbeitet jetzt mit einem anderen Sandstein, der viel härter ist als das ursprüngliche Material. Eine Herausforderung. Schließlich weiß sie nie so genau, ob das, was sie sich ausgedacht hat, mit dem neuen Stein auch wirklich klappt. Normalerweise arbeiten Münstersteinmetze nur Formen nach, die seit Jahrhunderten nicht verändert worden sind. Jetzt darf, ja, jetzt muss sie kreativ sein. Was für mich persönlich jetzt der meiste Spaß war, das war die erste Seite wirklich zu übertragen und zu wissen, hey, das ist dein Modell, da geht es jetzt nicht um den Millimeter rauf oder runter, aber jetzt von der auf die Seite, da muss ich mich an das halten, was ich selber vorgegeben habe und das ist natürlich ein anderes Arbeiten. Dann ist das Material hier teilweise sehr lagrig, also gerade da unten, wo man die zwei Farben sieht, fällt es manchmal direkt von Farbe zu Farbe runter. Also da bin ich noch gespannt, was da rauskommt, ob ich da die Kanten gut halten kann. Hier oben hatte ich das, wenn ich um die Kurve gehe, was beim Stein eigentlich sonst nicht das Problem ist, ist mir wirklich dann zum Teil auch runtergebrochen. Zum Glück immer nur so viel, was noch okay war. Aber deswegen arbeite ich jetzt auch hier ganz fein mit dem Zahneisen, was man sonst vielleicht nicht so macht. Aber die sind ganz feine, die Zähnchen, und das beißt besser. Was für ein Job. Seit Jahrhunderten erneuern die Steinmetze das Münster. Sie werden niemals damit fertig werden. Ja, es ist was Besonderes. Es ist was Besonderes, um das Münster rumzugehen und zu wissen, da habe ich schon gearbeitet, das ist ein Stück, das habe ich miterlebt, das habe ich mitgestaltet in dem Fall sogar. Da hatte ich die und die Schwierigkeiten, da war ich kurz nach der Lehre. Also das ist so ein Stück Leben auch, das da mit drin steckt. Und zeigen zu dürfen, da habe ich mich verewigt. Ja. Der gewaltige spätgotische Chor, der die Aufsätze trägt, wird ab 1354 gebaut. Wohlhabende Freiburger Familien wünschen sich Kapellen für eigene Gottesdienste. Doch immer wieder steht auf der Baustelle alles still.
Hüttenmeister Uwe Zäh bewundert den Baumeister, dem schließlich die Rettung gelingt. Hans Niesenberger, eigens aus Graz geholt, verhindert das endgültige Fiasko nach 100 Jahren Baustellenpause. Niesenberger zieht den monumentalen Bau in 20 Jahren durch. Das war auch aus heutiger Sicht sehr sportlich. Ja. Also es war ein starker Wille dahinter, das ist ganz klar. Der hat, also das fängt ja im Kleinen an, man muss ja schon mal das ganze Material da zur Verfügung stellen, Steinbrüche aufmachen, wir wissen bis heute noch nicht genau, aus welcher Grube die Steine wirklich kommen. Dann brauchen wir natürlich gewisses Personal, das entspricht tatsächlich so einem Projekt wie ein Flughafen oder einem Bahnhof heutzutage. Wir sind ja auch immer wieder in der Situation, dass man mal so Größenordnungen angeben muss, was kostet sowas, da erschrickt man wirklich. Und das war ja früher auch nicht anders. Also das war wirklich ein riesengroßes Projekt. Der Kapellenkranz mit den eleganten, steilen Strebebögen ergänzt die älteren Bauteile des Münsters perfekt und zählt zu den prägnanten Beispielen spätester Gotik in Deutschland. Der Kapellenkranz sagt auch viel über das Selbstverständnis der Freiburger aus. Bei aller Pracht war das Münster im 15. Jahrhundert immer noch eine bürgerliche Pfarrkirche. Anderswo waren private Kapellen oft Adel und Königshaus vorbehalten. Hier gehörte alles bürgerlichen Stiftungen. Restauratorin Susanne Keller betrachtet die prächtigen Kapellen aus einer anderen Perspektive. Hoch oben auf einem mehr als 12 Meter hohen Gerüst soll sie Decken und Wände vom Staub der Jahrhunderte befreien und vom Ruß einiger zigtausend Kerzen. Für ihre Arbeit braucht man viel Geduld. Es wäre sicher nicht jedermanns Sache, mit Wattestäbchen und Pinselchen riesige Flächen zu reinigen. Für Susanne Keller ist es ihr Traumjob. Eigentlich habe ich schon als Kind gerne mich an solche Stellen verdrückt, die andere irgendwie gruselig fanden. Also ich mochte gern Keller und Dachboden. Und im Grunde genommen, also was mir am besten gefällt, ist, dass ich halt theoretisch und praktisch daran arbeiten kann, an diesen Gebäuden, in diesen Gebäuden, wo ich so gerne bin. Susanne Kählers Kollegin entfernt alten Mörtel. Er ist porös geworden und lässt Feuchtigkeit ein. Gleichzeitig sollen die Restauratorinnen Farbreste vergangener Epochen dokumentieren. Denn der Chor war je nach Zeitgeist unterschiedlich ausgemalt. Das ist so spannend, weil wir uns gedanklich auch in dieses Alter reinbewegen, in die Geschichte reinbewegen. Und wir haben ja im Gegensatz dazu, wenn man ein Buch aufschlägt und das liest oder Bilder anguckt, Geschichtsdokumente direkt vor Ort. Also hier ist Geschichte erlebbar. Die Restauratorinnen versuchen, möglichst viele Farbreste aufzuspüren. Ich finde hier einfach keine Spuren. Mhm. Und du hast da unten aber was gefunden. Ich habe Grün jetzt gefunden bei der Reinigung in den Rippen, beziehungsweise in den Maßwerken und in den Rippen. Mal waren die Kapellen rosa, mal weiß, mal grün. Es gibt viel zu entdecken. Also, das hier ist ein Fenster in die Vergangenheit. Hier habe ich die oberste Schicht weggearbeitet mit dem Skalpell. Und man kann jetzt hier in die nächstältere Schicht der Gewölbefläche reinschauen. Das war hier mal anders bemalt. Ich bin auf Spurensuche, Detektivarbeit. Da es von den unterschiedlichen Bemalungen keine Bilder gibt, kann nur die Arbeit der Restauratorinnen Aufschluss über das Aussehen des Chores in verschiedenen Epochen geben. Sie sind tatsächlich Detektivinnen.
Anlässlich des Chorneubaus wurde auch der Münsterplatz auf die heutigen Maße erweitert. Mit Kopfstein gepflastert wurde er erst im 19. Jahrhundert. Um diese Zeit begann man auch, die gesamte Altstadt mit Rheinkieselmosaiken zu verschönern. Eine Idee, die ein Freiburger Pflastermeister angeblich aus Südfrankreich mitgebracht haben soll. Das macht viel Arbeit. Jeder einzelne Stein, der in der Stadt liegt, wurde und wird noch heute einzeln von Hand gespalten und verlegt. Dieter Seyer, Chef der Freiburger Pflasterer beim Tiefbauamt, hat viele Steine, auf die man in der Innenstadt so beiläufig tritt, selbst in Händen gehalten und zugerichtet. Ja, ich denke, Mosaike, das verbinde ich immer aus der Kindheit mit Puzzle. Man bildet im Grunde ein Gesamtbild aus vielen, vielen kleinen Teilen zusammen und hat eigentlich mit jedem Teil irgendwie auch einen Erfolg. Seyer muss die Steine nicht nur spalten. Damit sie im Sandbett auch gut halten, verpasst er jedem Einzelnen noch eine kleine Standfläche. Die heißt auf gut Badisch das Füßle. Handwerk macht erfinderisch. Die Methode, mit der das Tiefbauamt die Rheinkiesel nach Größen einteilt, ist Marke Eigenbau. Man weiß ja, dass Rheinkieselpflastern eine Lohnarbeit ist. Und da ist es sehr relevant, in welcher Größe der Steine der Pflasterer beauftragt wird. Und deshalb die Größe 3, da arbeite ich mit Sicherheit 4 Quadratmeter pro Tag. Und mit der Gruppe 1 oder der Größe 1, da wird es 1 bis 1,5 Quadratmeter in der normalen Arbeitszeit. Da gibt es auch keine Maßeinheit in Zentimeter oder Ähnlichem, sondern es ist einfach so, wie die Steine dem Rhein entspringen, so haben wir die jetzt auch charakterisiert. In 1, 2, 3. Die Schablone gibt es nirgends, als eben jetzt nur bei, oder ja, eigentlich bei der Stadtverwaltung. Die Stadt bildet junge Pflasterer aus. Die Königsdisziplin sind die runden Medaillons mit Motiven, so wie diese Eule. Sie müssen immer wieder mal erneuert werden. Vorsorglich verlegt man sie in einer großen Stahlpfanne. Mit der Tatsache, dass wir so ein Wappen immer wieder mal bewegen müssen, schadlos, haben wir hier diese 10 cm tiefe Wanne gebaut, Stahlwanne. In diese wird zunächst einmal ein Mörtelgemisch, ein Sand-Zement-Mörtelgemisch hier eingebracht und die Steinchen mit Hilfe dieser Schablone dann eben Stück für Stück, Mosaik für Mosaik eingelegt und insgesamt als Bild vervollständigt. Die Eule lag jahrzehntelang vor der Universitätsbibliothek, bevor sich die Steinchen lockerten. Da kommt sie jetzt auch wieder hin. Vertikalschiene da passt. Mit dem Auge, du kannst quasi gerade die Mitte von diesem, ja, die Nase, genau, die Mitte des Buches, das ist die Achse dann. Ja, wir haben hier etwa 400 Kilogramm vor uns liegen. Aufhauen, feste, ja gut, okay. Ich freut man sich über jeden Fortschritt, über jedes kleine Puzzleteil. Also wir haben da tatsächlich diese Steinchen auch wiederverwendet, die zuvor in Sand dalagen. Jetzt guckt sie rüber, ne, zur UB, und die UB guckt zu ihr. So war das zuvor auch. Witzig. Die Eule hat lange auf die alte Universitätsbibliothek geschaut. Seit 2015 ist eine hochmoderne neue Bibliothek Teil einer städtebaulichen Umgestaltung im Herzen der Stadt. Sie grenzt an einen Ort, der im August 2017 als Gedenkstätte eröffnet wurde, in Erinnerung an dunkelste Kapitel der Geschichte. Hier stand die Synagoge der jüdischen Gemeinde von Freiburg. Am 9. November 1938 in der Reichspogromnacht
wurde sie von den Nationalsozialisten und deren Anhängern zerstört und ging in Flammen auf. Freiburg unter dem Hakenkreuz. Die Machtübernahme verläuft wie überall in Deutschland. Die Menschen jubeln den Nationalsozialisten zu. Freiburger Juden und Jüdinnen werden 1940 ins Lager Gürs deportiert. Soldaten ziehen in den Zweiten Weltkrieg. Wegen seiner strategischen Lage wird Freiburg am 27. November 1944 zum Ziel eines der schwersten Luftangriffe der Royal Air Force. Hans-Jürgen Oehler hat Bilder gesammelt, die die Folgen dokumentieren. Also es gibt sehr viele Privataufnahmen von damals, wie Freiburg nach dem Angriff ausgesehen hat. Und das ist also erschreckend. Das habe ich meine Kinder schon gezeigt, zum Teil, also gerade um den Bertelsbrunnen, ums Zentrum rum, wie es da aussah. Meine Kinder konnten es nicht glauben. Große Teile der Altstadt lagen in Schutt und Asche. 2800 Menschen starben. Das Münster jedoch blieb verschont. Ein Symbol der Hoffnung. Auch der historische Bertholdsbrunnen, der im Zentrum der Stadt an ihren Gründer erinnerte, war zerstört. Ein eigenes Kuratorium entschied über einen Neuentwurf. Mit einer Strohpuppe testete es die Wirkung der sehr abstrakten Reiterfigur, bevor der neue Brunnen 1965, am Jahrestag der Bombennacht, eingeweiht wurde. Nach dem Krieg wächst Freiburg rasch. In den 1970er Jahren entwickelt es sich zu einem Zentrum der Alternativkultur und Ökologie. Der in den 90er Jahren entstandene autofreie Stadtteil Quartier Vauban auf dem Gelände einer ehemaligen französischen Kaserne ist bis heute ein Vorzeigeprojekt für ökologisches und soziales Wohnen. Dieses Haus war eines der ersten im neuen Stadtteil und wurde von einer Baugruppe errichtet. Auch die Grundidee der Baugruppen stammt aus Freiburg. Susanne Presser ist Architektin und hat das Haus geplant. Es waren Aufbruchsjahre und das Konzept des Vauban war ganz neu. In erster Linie war es damals eine große Chance. Günstiger Wohnraum für junge Familien. Also wir waren damals die meisten Anfang 30. Es waren auch ein älteres Paar und eine ältere Dame dabei. Aber die meisten waren so in der Familienaufbauphase. Wir waren alle gleichzeitig schwanger, sind also alle hier mit dicken Bäuchen rumgelaufen und klar, es war für jeden ein Abenteuer, die eigene Wohnung zu entwerfen. Und ich war ja dann als Architektin auch bei allen Wohnungen dabei. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das ökologische Konzept des Neubauviertels war damals revolutionär. Das wäre im Wesentlichen das autofreie Wohnen. Außerdem wurden hier auch sehr viele andere Belange umgesetzt. Dazu gehören der niedrige Energiestandard, dazu gehört auch die Versickerung des Regenwassers in Gräben auf dem Grundstück, dazu gehört das Müllkonzept, dazu gehört die Nahwärmeversorgung mit einem Holz, mit einem Hackschnitzelkraftwerk. Also neu war, dass all diese Belange auf einmal verwirklicht wurden. Ein Meilenstein. Bis heute kommen Besuchergruppen aus der ganzen Welt, um den grünen Stadtteil zu besichtigen. Leider ist das soziale Konzept Quartier Vauban später nicht mehr konsequent weiterverfolgt worden. Und Freiburgs Wohnraum gehört zum teuersten Deutschlands. Im Vauban lebt das alternative, grüne Freiburg. Sogar einkaufen geht hier regional und bio. So genauso wie die Gebäude ökologisch und energieeffizient ausgerichtet sind, ist auch das Angebot auf dem Markt biologisch und vor allem auch regional. Also die Bauern kommen aus der Nachbarschaft. Es passt zum Gebiet und es war auch schon von Anfang an so konzipiert. Und der rege Zulauf, vor allem wenn jetzt gleich der Kindergarten zu Ende ist, zeigt es auch. Hallo, ich hätte gern ein großes halbweißes Brot und zwei paar Wiener.
vielen Dank. Beim grünen Bauimage zehrt Freiburg inzwischen von der Vergangenheit. 2010 punktete die Stadt auf der Expo in Shanghai mit dem Konzept Vauban in seinem Themenpavillon. In anderer Hinsicht ist es aber als Green City noch ganz vorne. In der Forschung auf Spitzenniveau. Das Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme ISE ist das größte europäische Forschungsinstitut für Solarenergie und arbeitet mit aller Kraft an der Vision Energiewende. So wie Christina Winkler. Sie forscht gerade an einer ganz neuen, vielversprechenden Art von Solarzellen. Ich habe ursprünglich ganz klassisch erstmal Maschinenbau studiert, habe mich da aber schon mit erneuerbaren Energien beschäftigt und habe mich dann da in die Photovoltaik ein Stück weit verliebt. Es ist im Grunde eine sehr schöne Technologie einfach. Es ist sehr elegant, wir haben gar keine beweglichen Teile und machen trotzdem dann hinterher aus Licht Strom. Und das hat mich einfach fasziniert. Die Forscher haben eine Methode entdeckt, mit der sich herkömmliche Silizium-Solarzellen auf Höchstleistung bringen lassen. Wir machen hier Perovskit-Photovoltaik, das heißt, wir haben ein neues Material, was wir bisher noch gar nicht aus Solarzellen kennen, die wir vielleicht auf Hausdächern schon mal gesehen haben. Und wir haben da eine Möglichkeit, zum einen mit Silizium zusammen Solarzellen noch besser zu machen oder eben auch ganz andere Anwendungen zu erschließen. Perovskite sind sehr häufige Mineralien. Oxide, die sich als dünner Film auf der Siliziumzelle aufbringen lassen. Das steigert die Energieausbeute und hat noch andere Vorteile. Wir können hier unser Material aus der Flüssigphase abscheiden. Das heißt, wir können ganz andere Prozesse anwenden. Wir können unsere Solarzellen am Ende im Grunde drucken. Das kann man sich wirklich vorstellen, wie man eine Zeitung druckt. Ich habe da große Flächen, ich habe hohen Durchsatz. Und das macht das Ganze natürlich auch sehr massenkompatibel und sehr kostengünstig. Das Ganze kann noch auf einem flexiblen Substrat sein und es ist natürlich hinterher sehr leicht. Silizium mit dem Perovskit-Huckepack heißt Tandem-Solarzelle. Bisher lag die magische Grenze der Lichtausbeute für Silizium bei 29%. In Kombination mit dem neuen Mineral wurde sie bereits mehrfach geknackt. Das gibt viel Hoffnung für die Zukunft der Energiewende. Solche Erfolgserlebnisse steigern die Begeisterung der jungen Forscher, falls das überhaupt noch notwendig ist. Man spürt am ISE auch den viel besungenen ISE-Spirit. Es sind sehr viele sehr motivierte, junge, dynamische Forscher am Werk, würde ich sagen. Und man merkt auch, dass ist die Leute aus Idealismus hierhin verschlägt und der Wille da ist, wirklich an der Energiewende mitzuarbeiten. In gemeinsamen Kursen mit der Universität setzt das ISE auch auf die Ausbildung von neuem, ebenso idealistischem Nachwuchs. Eins der Angebote, das Solar Lab, gehört ebenfalls zum Studiengang Liberal Arts and Science. Auch Nermin und Stella haben den sehr praxisnah orientierten Kurs belegt. Es sind auch zum Teil Leute, die, bevor sie diesen Masterkurs angefangen haben, schon nach ihrem Bachelor in ihrem Heimatland gearbeitet haben im Bereich erneuerbare Energien und jetzt hier für den Master hergekommen sind, um sich eben fortzubilden und dann auch wieder zurückzugehen und dann mit dem Wissen dort Solarprojekte oder andere Projekte voranzubringen. Like this, and then the other goes to ground. Nermin und Stella erkennen erst in Freiburg die Bedeutung ökologischen Denkens. Also vorher, das war wirklich kein Thema, wo ich mich wirklich interessiert habe. Deswegen, also Freiburg hat das ein bisschen geändert, weil früher das habe ich, okay, also ich glaube, das ist wichtig, aber es ist nicht so viel wichtig, wie die Leute hier äußern, würde ich sagen. Aber jetzt, also so diesem auch mit dem Friday for Future und sowas, habe ich sehr gefreut, wenn ich die Kinder auch gesehen habe, die auch dabei sind. Und das wäre also, das ist auf jeden Fall
eine wichtige Thema in den nächsten 20 Jahren oder sowas für die nächste Generation und wir müssen das unterstützen. Die beiden lernen, ein kleines autonomes Solarsystem zur Selbstversorgung zu bauen. Im Mittelpunkt steht die Erkenntnis, wie einfach das im Grunde funktioniert. Ich habe da einfach selber ganz viel Spaß dabei und mache auch gern selber die Experimente. Genau, das ist eigentlich meine Motivation, die ich beziehe, weil ich wirklich die Hoffnung habe, dass wir das gemeinsam schaffen können, wenn wir alle an einem Strang ziehen. Studenten aus aller Welt werden das Wissen aus Freiburg in ihre Heimatländer tragen. Freiburg, nicht nur im Herzen grün, sondern auch optisch. 43% seiner Fläche bestehen aus Wald. Hier gibt es viel zu entdecken. Im Mooswald gibt es wilde Tiere. Und denen sind die Biologen Claude Steck und Dagmar Schindler auf der Spur. Schön. Das scheue Wild, Fledermäuse, die ihnen ins Netz gehen sollen. Das ist eigentlich ein überdurchschnittlich artenreicher Lebensraum. Und das kann man sich auch gut vorstellen, wenn man in so einem Bestand drinsteht oder mit so wunderbaren alten Eichen. Tolle Bestandesstruktur. Man fühlt sich auch als Mensch wohl und so geht es auch der Fledermäuse. Sie sind schon sehr vielfältig. Wir haben viele verschiedene Arten und sie unterscheiden sich ökologisch auch ganz stark. Und da gibt es einfach viele, viele Fragen auch, die sogar jetzt immer noch offen sind. Im Gegensatz zu anderen Artengruppen, wie zum Beispiel Vögel, die gut untersucht sind, gibt es bei Fledermäusen auch immer noch viele Geheimnisse und denen sind wir auf der Spur. Ob der Wald auch schon rauskommt. Den Geheimnissen der Fledermäuse auf der Spur ist auch Förster und Fotograf Klaus Echle. Er begleitet das Team schon seit geraumer Zeit. Eine Chance, weil es sonst sehr schwierig ist, Fledermäuse vor die Linse zu bekommen. Die Dunkelheit kommt, es wird spannend. Nicht immer klappt es mit dem Fang. Doch diesmal haben die Forscher Glück. Ich würde schon sagen, dass es eine Wasserfledermaus ist. Klaus, du meinst, Gott ist keine? Ich dachte, von der Ohrlänge her habe ich hier für einen Franzen eher gedacht. Jetzt gucken wir mal die großen Füße an. Das sind ja Handflügler. Mhm. Also sind praktisch die, was man hier sieht, das sind alles die Finger. Wir nehmen einfach auch bestimmte Maße auf, um zu sehen, ist das Tier in einem ganz normalen Zustand. Also vor allem das Gewicht ist zum Beispiel, sagt aus, was über den Gesundheitszustand. Kann auch ein Hinweis darauf sein, ob das Tier noch trächtig ist eventuell. Genau, und die Daten werden einfach, die sind eben wichtig, um diverse Aussagen zu treffen. Das ist einfach auch Wissenschaft ein bisschen, die dahinter steckt, ja. Ich schreibe noch auf, welches Netz. Das ist für uns immer noch ganz interessant, was funktioniert hat und was nicht. Im Mooswald gibt es fast 40 verschiedene Arten. Viele gehen in dieser Nacht ins Netz. Siehst du auch die Parasiten auf der Flughaut? Mhm. Da ist dieses Gelenk. Also das sieht man theoretisch an allen Gelenken, aber dem geht es besonders gut, an dem Fingergelenk. Ja. Gut, noch was. Gut. Mhm. Wow. Was Neues? Was Neues? Ja, und Netz ist einfach gut. Nichts, okay. Wo ich dicke Handschuhe brauche, oder? Ich muss es mal kurz überlegen, aber ich habe kurz gedacht, es ist eine Bechsteinfledermaus, aber ich glaube, es ist eine Fransenfledermaus und die habe ich nämlich 2 Jahre lang nicht gesehen, deswegen muss ich erst mal genauer gucken. Meines Erachtens eine Franse. Ich gucke jetzt noch mal gleich ganz genau nach. Guck mal, jetzt relativ große Ohren. Also, oh ja, wesentlich größer. Ja, sieht ganz anders aus. Ziemlich spitze Schnauze. Mhm. Also das ist jetzt nicht fachmännisch Bestimmungsschlüssel, aber unten hell. Und eben diese spitze Schnauze und lange Ohren, ist eigentlich schon Hypothese Richtung Franzfledermaus. Ganz genau. Und noch größere Ohren wäre dann Bechstein. Ach, es ist ja auch einfach so, dass man sich einfach freut, wenn man bestimmte Arten, die man lange nicht gesehen hat, zu Gesicht bekommt. Wir haben ja schon eine gewisse Leidenschaft dafür und man freut sich dann schon auch, die Tiere in den Händen zu halten. Es ist ja auch ein Privileg, was wir haben, einfach diese Tiere hautnah zu erleben, zu betrachten und in den Händen zu halten, weil eigentlich darf man sie ja nicht fangen und normalerweise sieht man sie auch nicht hautnah. Das ist auch toll. Ich bin auch ein Fan von, bei der anderen muss ich mal ewig gucken.
Und jetzt weiß ich nicht, das weiß Claude, nicht rausgeholt. Ich weiß nicht, wo sie herkommt. Okay. Gut. Das weiß er noch wahrscheinlich. Ja, ich habe jetzt keine Handschuhe, aber die beißt mich nicht. Schaffen wir das? Das schaffen wir. Übergabe? Klar. Super. Und ich nehme die nächste vor. Hast du noch mal eine? Ja, Claude hat schon eine gebracht. Zum Abschluss gibt es noch eine Fotosession. Anmache. Klaus Echle hat eine Spezialvorrichtung gebaut. Und jetzt? Ist eigentlich gestochen scharf. Und du siehst jetzt immer das Maul offen, weil die ja immer orten. Mhm. Und du siehst auch immer die Zähne, das schreckt halt viele ab. Beim Abflug löst die Fledermaus eine Lichtschranke aus und wird aufs Bild gebannt. Gut. Die Schönen der Nacht. Wieder wild und frei. Neben dem Wald mit seinen Fledermäusen, Rehen, Füchsen und Dachsen besitzt Freiburg auch andere grüne Flächen. Freiburg und Wein. Das ist eine sehr alte Liebesgeschichte. Seit Jahrhunderten wachsen Reben mitten in der Stadt. Und auf dem Gelände des Weinbauinstituts in Merzhausen läuft gerade ein besonderes, ökologisches und nachhaltiges Projekt. In Zusammenarbeit mit der Freiburger Universität und der Uni Rottenburg versucht Nicolas Schof, Schafe als natürliche Helfer im Weinberg zu etablieren. Es sind besondere Minischafe, die Schof einsetzt. Sie stammen von einer kargen Insel im Ärmelkanal. Aus Futtermangel sind sie klein geblieben. Ein unschätzbarer Vorteil im Weinberg. Wir haben hier ein Projekt laufen, wo wir versuchen, den Weinberg zu ökologisieren und aber die Schafe auch weinbaulich einzusetzen. Diese Schafe hier, das sind die kleinste Rasse der Welt, die sogenannten Moisson-Schafe. Und die sind perfekt für den Weinberg. Ja, wenn man mal hier rüber schaut, die fressen also genau das ab, was hier runterfällt. Dadurch hat ja quasi der Winzer, der das sonst mit der Hand machen müsste vielleicht, kann diesen Arbeitsschritt einfach schon einsparen. Ja? Und die Schafe machen das perfekt. Sie sind ganz zart, sieht man gerade, wie sich eins da schön draufstellt. Ja, da geht nichts kaputt, macht genau die Blätter, die es will, die obere Blätterdach bleibt stehen. Und gleichzeitig sorgen die Schafe halt mit ihrem Kot, aber auch mit ihren Hufen, dass sie einfach hier ein bisschen Biodiversität wieder reinkommt, vor allem fürs Bodenleben. Ja. Außerdem machen die Schafe Glyphosat oder andere Pflanzenvernichtungsgifte überflüssig. Das staatliche Weinbauinstitut forscht seit 1920 im Auftrag des Landes. Von Anfang an laufen hier schon Versuche, um den Rebbau umweltfreundlich zu gestalten. Ein besonderer Schwerpunkt: die Züchtung pilzresistenter Rebsorten. Im Treibhaus werden junge Reben absichtlich einer Überdosis Pilzsporen ausgesetzt. Diese Tortur überstehen nur die wenigsten. 3 von 100, das ist schon viel. Aber genau die interessieren Ernst Weinmann und Marion Boos. Für mich so als Winzerin, die daheim auch Reben hat, ist das Hammer, wenn man sieht, diese vielen Sporen. Man züchtet sie auch noch insgesamt. Aber das, was dann wirklich übrig bleibt, ist genau das, was einem auch so pusht. Auch wenn es nur 1-3% sind, da kann man wirklich was Tolles rausholen. Und es sind ja auch Eltern dabei, also gerade vom Spätburgunder dann Klone, die wir da mit rein versuchen, rein zu kreuzen, dass man da halt dann auch was rausbekommt in diese Richtung vom Spätburgunder. Ja, nicht tun, sondern nur zeigen. Da. Weniger Einsatz von Spritzmitteln, das ist das Ziel. Auch in der Natur kommen immer wieder resistente Pflanzen vor. Das machen sich die Forscher zunutze. Allerdings müssen diese Reben dann mühsam und konsequent weitergezüchtet werden. Es ist ein Phänomen, wenn man sieht, wie draußen sich resistente Pflanzen wehren gegen echten und falschen Mehltau. Wenn man das dagegen sieht, was man an Pflanzenschutzmittel ausbringen muss, um das zu verhindern. Und hier gibt es Pflanzen, die das einfach natürlich machen. Das ist einfach schön und man hat auch den Anreiz, aus diesen Pflanzen guten Wein zu produzieren. Und das macht richtig Spaß. Trotzdem liegt gerade hier ein Problem. Die Verbraucher und Winzer haben Schwierigkeiten, die neuen Rebsorten anzunehmen. Das Staatsweingut Freiburg in Ihringen am Kaiserstuhl gehört zum Weinbauinstitut. Es besitzt großzügige Versuchsflächen, auf denen auch pilzresistente Reben gepflanzt werden. Da der Einsatz von Pestiziden öffentlich gerade ein wichtiges Thema ist, rücken sie in den Fokus. Genau darauf achten, dass wir alle
mostfaulen oder angestochenen, okay, verletzten. Nachwuchswinzerinnen wie Christina Dautel, die hier ihre Ausbildung machen, werden sich damit befassen müssen. Sie kann sich keinen anderen Job vorstellen. Einbringen können. Weil ich glaube, während meiner Kindheit einfach dafür begeistert wurde, an der Arbeit in der Rebe. Und mir ist einfach richtig arg gefällt, draußen mit der Natur zu schaffen. Also, dass es immer mal friert, dann ist mal wieder richtig warm und zwischendurch kann man einfach etwas schaffen. Ja. Und dann dachte ich, etwas rechts lernen schadet nie. Und ja, das hat mir so gefallen, dass ich eigentlich schon stark damit zufrieden bin mit der Wahl. Die junge Frau steht vor großen Herausforderungen. Nicht nur der Pestizideinsatz, auch der Klimawandel setzen den Weinbau unter Druck. Umdenken ist gefordert und ganz neue Maßnahmen. Bisher ist halt die Vermarktungssituation so, dass halt die bekannten Rebsorten bekannt sind und dementsprechend verkauft werden. Und der Verbraucher kennt halt die neue Sorte einfach noch nicht so und ist ein bisschen Spagat da. Einerseits neue Sorte zu integrieren und gleichzeitig der Verbraucher dem halt mitzuteilen, dass es da was Neues gibt, was Vorteile hat, wo man auch mal probieren kann. Ja. In Frankreich haben sich die neuen Sorten bereits recht gut etabliert. In Deutschland ist das Freiburger Weinbauinstitut mit dem Staatsweingut Vorreiter für die neuen Entwicklungen. Den Charakter Freiburgs macht auch das Umland aus. Regionalität wird hier in vielen Bereichen gerne gelebt. So ist auch der SC Freiburg dafür bekannt, dass er seine Fußballtalente gerne in der Region findet. Linksverteidiger Christian Günther stammt aus Tennenbronn im Schwarzwald. Er wurde schon als 13-Jähriger vom SC entdeckt und dann in der Jugendmannschaft ausgebildet. Das war der Verein. Ich war Fan vom Sportclub und natürlich gab es dann nichts Größeres eigentlich, wie mal im Schwarzwaldstadion zu spielen. Damals war es noch das Dreisamstadion. Das war immer ein Traum, den konnte ich so verwirklichen. Und ja, Freiburg ist meine Heimat geworden. Wie schon gesagt, ich will meine Zukunft hier verbringen. Mir gefällt es hier sehr, sehr gut. Ich habe nichtsdestotrotz das schöne Schwarzwald noch um uns herum, wo man sehr, sehr viel Zeit verbringen kann und viele schöne Dinge machen kann. Und deshalb hat es einen ganz, ganz großen Stellenwert für mich. Christian Günther hat den Sprung zu den Profis und den hohen Einsatz dafür nie bereut. Insgesamt gesehen, natürlich musste man auf einige Dinge verzichten. Für mich hat es sich im Nachhinein gelohnt, weil ich jetzt mein Hobby zum Beruf machen konnte. Wenn ich dran zurückdenke, dass viele halt das nicht geschafft haben, dann muss man schon sagen, dass es für die, glaube ich, dann schon schmerzhaft ist, wenn man doch viel von der Jugend ein Stück weit auch hergibt. Das Ausbildungskonzept des SC bot dem Talent Christian Günther eine große Chance. Ich wollte mich stetig verbessern. Ich wollte einfach ans Maximum. Habe zu Hause noch viel trainiert mit meinem Vater zusammen. Ich hatte immer Spaß dran, mich mit der Beste zu messen und mit der Beste auch zu trainieren. Ja, so kam der Weg dann zustande. Der SC Freiburg ist sogar der erste deutsche Profiklub, der sich seit Ende der 90er Jahre ausdrücklich als Ausbildungsverein versteht, inklusive eigener Fußballschule. Aber vor allem ist der Verein in der Region verwurzelt. Sein größtes Kapital: die Fans. Wir haben ein sehr, sehr spezielles Publikum, gerade auch in Freiburg, weil es einfach total mit uns fühlt und ich glaube, sie sich auch total in uns reinversetzen können. Und auch in schwieriger Phase stehen sie hinter uns, was nicht selbstverständlich ist. Ich glaube, ja, das macht das Ganze speziell. Freiburg. Heute eine junge und internationale Stadt. Die Gruppe Dance Wave trainiert für das große Fest der Kulturen des Studierendenwerks im Sommer. Trainer Edwin stammt aus Uganda. So,
I will keep that for Jakuba or Kaujo. So one more time. Tanzen ist mein Leben. Ich habe schon sehr jung damit angefangen. 2015 begann ich mit dem zeitgenössischen afrikanischen Tanz. Dieser bricht mit den traditionellen Tanzbewegungen aus Uganda, um zu einem ganz neuen Tanzstück zu werden. Diese Choreografie hat dann am Ende noch mehr Bedeutung als unsere traditionellen Tänze. Moderner Ausdruckstanz und uralte Kultur verschmelzen in der Choreografie, die Peter mit seinem Freund Edwin entwickelt hat. Die Erde, so die Botschaft, ist Heimat für alle. Es ist ein Gewinn, jeden Tag zu tanzen. Jeden Tag entdecke ich etwas Neues. Ich lerne von Menschen. Sie sind einzigartig. Jeder hat eine andere Art, sich in der Bewegung auszudrücken. Ich ging nach Freiburg, weil es hier viel Performance-Kunst gibt. Für mich war es ein Karriereschritt, hierher zu kommen. Der Tag des Sommerfestes im Mensagarten ist da. Gruppen aus aller Welt treten auf. Über ein halbes Jahr hat DanceWave sich auf den großen Auftritt vorbereitet. Jetzt können Sie es kaum noch erwarten. Ich bin bereit. Ich versuche herauszufinden, wie schnell ich sein kann. Der Auftritt, dem alle entgegengefiebert haben. Help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Leute, danke. Who's watching here? Der schaut da. Wahnsinn, vielen Dank. Respekt. Auch Stella und Nermin sind auf dem Fest. Die Studierenden sind gut vernetzt. Eine große internationale Community. Ich kenne viele Leute hier und dann so eine kleine Familie geworden. Und für mich ist es schon wie eine zweite Heimat, hier in Freiburg zu sein. Der historische Augustinerplatz im Herzen der Altstadt ist im Sommer Open-Air-Treffpunkt mit fast mediterranem Flair. Hier sitzen in warmen Sommernächten alle zusammen. Einfach so. Geschichte und Gegenwart, Tradition und Moderne. Hier verschmelzen sie. Freiburg. Diese Stadt ist alt und jung zugleich. Das ist ihr Geheimnis.